plötzlich setzt der Schneefall ein. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Der Sturm war so stark, dass man keine Luft mehr bekam. Es war nicht möglich, gegen den Sog zu atmen. Diese Katastrophe betraf urplötzlich, wenn man so will, nicht nur das ganze Land, die ganze DDR, sondern betraf halb Europa. Das waren viele, viele Millionen, die da quasi kaputt gemacht worden sind. Sowas muss man nicht erleben, wenn wir es auf alle Fälle nicht öffnen. In mir entwickelte sich das Gefühl, das ist Krieg, was jetzt hier stattfindet. In Mitteleuropa gefriert das normale Leben bei 20 Grad unter Null. 6 Tage in Eis und Schnee. Das Jahr 1978 neigt sich dem Ende. Wieder einmal hat es keine weiße Weihnacht gegeben. Wie so oft. Stattdessen Schmuddelwetter mit Temperaturen um 12 Grad. Eigentlich ein bisschen zu warm. Aber die Menschen in beiden deutschen Staaten lassen sich ihre Feiertagsstimmung nicht vermiesen. Die Wohnungen sind warm, die Kühlschränke voll. Man sitzt gemütlich beieinander. Es ist egal, was für Wetter da draußen ist. Am Abend des 28. Dezember berichtet die Tagesschau leichte Wetterveränderungen. Die Vorhersage für morgen. Im Norden bedeckt und zum Teil länger anhaltende Niederschläge. Östlich der Elbe Schnee, sonst Regen. Sonst wechselnd, vielfach stark bewölkt mit zeitweiligen Regenfällen. Im Norden Tiefstemperaturen 2 bis minus 3 Grad, Höchsttemperaturen minus 2 bis 3 Grad. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Am Morgen des 29. Dezember. Über Nacht hat es etwas aufgefrischt. Es sind immer noch Plusgrade. Das Wetter, kein Thema für Wilfried Rothkirch in Binz. Der Hotelchef hat viel zu tun. Er bereitet die jährliche Silvesterparty im Kurhotel vor. Für 600 Gäste. Ich habe immer Statistik über das Wetter auch geführt. Und auf Rügen ist eigentlich der Winter immer eher Anfang Januar beginnend und nicht im Dezember. Die Planungen für den Jahreshöhepunkt laufen seit Monaten auf Hochtouren. Extra aus Berlin soll eine Kapelle kommen. Heizmaterial und Saisonpersonal muss noch besorgt werden. Schweinefilet wurde schon ab Oktober dann eingefrostet, Forellen wurden besorgt und da wurden noch mal Sektgläser und Weingläser kurz vor Weihnachten geholt. Auf Rügen bereitet sich auch Wolfgang Buttler auf den nahen Jahreswechsel vor. Der Frauenarzt aus dem Kreiskrankenhaus Bergen hat für die Feiertage Urlaub genommen. Der Karpfen schwamm schon in der Badewanne. Die Torte war schon geholt, weil der Junge am 31., unser großer Junge am 31. Dezember Geburtstag hat. Und plötzlich setzte Schneefall ein. Ich sag, Mensch, das pfeift dann ja die Haare vom Kopf. Als würde hier einer auf dem Tisch stehen und das Inlet vom Bett aufmachen und dann gucken. Aha. Halbinsel Dars im Norden der DDR. Ulrich Lau ist damals Abteilungsleiter eines volkseigenen Gutes und mitverantwortlich für 7000 Rinder und 3000 Schafe.
An diesem letzten Arbeitstag des Jahres ist er noch kurz unterwegs zu einer Weiterbildung. Erst dort, wo wir da drin saßen, da fing das richtig an zu schneien und zu wehen. Und deswegen, da kam dann so die Unruhe. Wir müssen ja noch nach Hause. Er macht sich Sorgen, vor allem um die Schafe. Wir hatten ja keine Stelle für die Schafe. Die waren ja Tag und Nacht draußen. Wir haben abgebrochen und sind dann nach Hause. Wir waren zu dritt im Auto, das war das Gute. Denn das waren schon Schneewehen, die schon mehr 30 cm hoch waren mitunter. Sodass dann immer mal zwei von hinten schieben mussten. Vorerst ist es nur ein überraschender Wintereinbruch im Norden der DDR. Im Süden, nahe Erfurt, ist davon noch nichts zu spüren. Plusgrade und Regen. Axel Rainer Porsch ist damals trotzdem unruhig. Er ist Energieingenieur und hat immer einen Blick aufs Wetter. Wir haben ja nicht im Tal der Ahnungslosen gelebt. Natürlich haben wir Informationen gehabt, was bei den anderen so los ist. Und wir haben auch natürlich auch die Wettervorhersagen sehr ernst genommen. Das ist einer unserer wichtigsten Punkte mit in unserem Job gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es uns da auch trifft, war sehr groß. Es ist eine für das Jahrhundert einmalige Wetterkonstellation. Ein stabiles, sehr mildes Tiefdruckgebiet im Süden, sodass Ende Dezember die Alpen weitläufig schneefrei sind und Flüsse über die Ufer treten. Und im Norden? Ein Hochdruckgebiet mit extremen Minustemperaturen und starkböigem Wind. Zwei völlig entgegengesetzte Luftmassen treffen aufeinander. Dieses eiskalte Hoch hat sich seit Wochen über Nordeuropa aufgebläht. Am 29. Dezember erreicht es das Festland im Bereich der südlichen Ostsee. Das bitterkalte Hoch schiebt sich wie ein Keil unter die feuchtwarme Luft. Es entsteht ein gefährlicher Cocktail. Regen, der sofort zu Glatteis gefriert. Dann Eisregen. Temperaturstürze bis 30 Grad und letztendlich Schneefall, der zum Schneesturm wird. Kurz nach Mitternacht ist der in Nordpolen und zieht langsam westwärts. Nahe Gdingen misst man an diesem 29. bereits minus 18 Grad. Die polnische Hafenstadt ist die erste Angriffsstation des Sturms auf dem Festland. Bei Tagesanbruch kollabieren hier sofort der Verkehr und das öffentliche Leben, nachdem innerhalb weniger Stunden fast ein Meter Neuschnee gefallen ist. Es weht ein eisiger Nordostwind. Zeitgleich in Berlin. Langsam sinken auch in der Hauptstadt der DDR die Temperaturen. Aber die ersten Hiobsbotschaften aus dem Norden und Polen werden als regionale Übertreibungen abgetan. Einer der Stellvertreter im Energie- und Kohleministerium ist damals Wolfgang Mitzinger. An diesem 29. erhält er brisante Meldungen vom Meteorologischen Dienst für die gesamte DDR. Wir kriegten zwar eine Wetterwarnung, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass so ein Wetterumschwung kommt. Denn wir hatten immer noch 10 Grad plus Außentemperatur. Eigentlich muss im Energieministerium bei derartigen Schlechtwetterwarnungen sofort ein Operativstab gebildet und die höchste Gefahrenstufe ausgelöst werden. Einsatzstufe 3. Mitzinger hat an diesem Tag die volle Verantwortung. Am 29.12. war der Minister außer Haus. Und da habe ich mich allerdings noch gescheut, die Einsatzstufe 3 aufzurufen. Bei der Einsatzstufe 2 wurde schon gewitzelt, der Mitzinger spielt wieder verrückt. Ja. Doch die Energiegewinnung in der DDR ist eine prekäre Sache. Sie kommt fast ausschließlich aus der Braunkohle und ist extrem wetterabhängig. Der Regen der letzten Wochen hat die Tagebaue in Schlamm verwandelt. Im gesamten Dezember haben die Kumpel den Plan deshalb nur 3/4 erfüllt. Aber es ist auch ein prinzipielles Problem. Es gab ja den Slogan, die vier Feinde der Energiewirtschaft,
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und Probleme hatten wir eigentlich fast immer. Die Tagebau waren, wollen wir mal sagen, ausgeräubert worden. Die Geräte waren vor Schleiß gefahren worden. Die Kraftwerke mussten repariert werden. Der heranstürmende Winter macht nicht an der Westgrenze Halt. Ähnlich wie in der DDR erreichen Wind und Schnee zuerst nur den Norden des Landes, Schleswig-Holstein. Am Nachmittag sind die ersten kleinen Straßen unpassierbar. Wenige Stunden später auch die Autobahn Richtung Hamburg. Familie Kähne ist damals auf dem Weg nach Hause. Sie waren im Winterurlaub in Finnland und wollen nun 400 Kilometer durch Dänemark nach Husum, kurz hinter der Grenze. Vater Werner, seine Frau Christina und die drei Kinder. Meri 5 und die Zwillinge Armas und Mintu, gerade 3 Jahre alt. Wie wir in Dänemark ankamen, da merkten wir schon, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Wir hörten dann ja auch wieder Radio, deutsches Radio, und da kam ja laufendem Band, kam Durchsagen über das Wetter. Es brach der Verkehr bei pausenlosem Schneefall und starkem Oststurm fast völlig zusammen. Der Sturm holt sie in der Mitte Dänemarks ein. Bereits nach einer Stunde sitzt die 5-köpfige Familie fest. Dänische Militärtechnik rückt an. Dann rasselten halt plötzlich die Ketten neben uns, dann wurde dann um die Schürze vorne eine Kette gelegt und hauruck ging das dann durch die Wehen durch und dann konnten wir weiterfahren, wenn das Auto nicht allzu beschädigt war. Hier ist Radio Schleswig-Holstein mit einer Verkehrsmeldung. Die Polizei warnt immer wieder Silvesterurlauber, mit dem Wagen nach Dänemark oder an die Küsten Schleswig-Holsteins zu fahren. Damals hat Werner Kähne einen kleinen Kalender bei sich, den er zum Tagebuch umfunktioniert. Ich kann mich erinnern, dass es auch ein sehr starker Wind war und dass ich in ganz niedrigen Gang gefahren bin und dass ich immer das Gefühl hatte, der Wind treibt mich über die glatten Straßen. Zu Hause in Schleswig-Holstein beginnt der Wind, die Städte und Dörfer zuzuwehen. Seine Heimatstadt Husum liegt längst unter Eis und Schnee. Als die ersten Bilder um 20 Uhr in den Nachrichten gezeigt werden, ist Werner Kähne gut 50 Kilometer vor der deutsch-dänischen Grenze. Das nördliche Europa kämpft gegen Schnee. Glatteis, meterhohe Schneeverwehungen und Hochwasser verursachten in Schottland, im Norden der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR sowie in Dänemark ein Verkehrschaos. Die Übergänge nach Dänemark waren am Nachmittag geschlossen. Stundenlang mussten Autofahrer in ihren Wagen ausharren. Bei orkanartigen Stürmen spitzte sich die Lage in einigen Gebieten am Nachmittag noch zu. Mehrere Dörfer sind abgeschnitten. Aus dem Nordosten, direkt aus Finnland und dem hohen Norden Russlands, drückt immer mehr polare Kaltluft nach Mitteleuropa und verschiebt die scharfe Luftmassengrenze weiter nach Süden. In den frühen Morgenstunden ist sie bis zu den Mittelgebirgen der DDR und der Bundesrepublik in Hessen vorgestoßen. In den späten Vormittagsstunden wird der Regen auch in den Südbezirken der DDR in Schnee übergehen und mit stürmischen Böen auf seiner Rückseite das Land innerhalb weniger Stunden in ein Eismeer verwandeln. Außerdem drückt ein weiterer Sturmausläufer aus Polen Richtung Lausitz. Diese eisige Kälte treibt die Temperaturen immer weiter in den Keller, örtlich bis nahe minus 20 Grad. Es ist Samstag, der 30. Dezember. Ein Tag vor Silvester. Urlaubsreisezeit. In der Nacht ist die einzige Versorgungsachse zwischen Rügen und dem Festland unpassierbar geworden. Der Rügendamm. Straße und auch Schiene. Die Schneewehen haben sich auf 5 Meter aufgetürmt. Damals, diesen Rügendamm, der war, lassen Sie mich es militärisch sagen, der war nicht zu verteidigen. Auch die Schiene nicht. Ja, so. Das war ja eine der größten Katastrophen, die sich dort abgespielt haben, dass das zu war. Udo Beser ist damals Kompaniechef eines Pionierbaubataillons in Mitteldeutschland. Er hat die Befehlsabläufe innerhalb der NVA im Katastrophenwinter genau analysiert. In Berlin und insbesondere in Strausberg
hat man zu dieser Zeit ja noch gar nicht reagiert. Das war eine territoriale Angelegenheit, die insbesondere die Insel Rügen betraf. Und auf der Insel Rügen gab es ausreichend Militär. Aber Rügen versinkt im Schnee. Der Sturm weht nun bereits seit 20 Stunden. Ab dem Morgengrauen des 30. versuchen Räum- und Streufahrzeuge gegen die sogenannten Witterungsunbilden anzukommen. Wenig erfolgreich. Einer der Militärstützpunkte auf Rügen ist Prora. Das Panzerbataillon befindet sich zum Jahreswechsel im Urlaubsmodus. Aber nach einem Hilferuf der SED-Kreisleitung rücken die ersten Panzer aus. Ohne zentralen Einsatzbefehl. Zum Schneeräumen, Essen transportieren, als Transportfahrzeug. Jedem, der hier einmal draußen war, ist der Ernst der Lage bewusst. Frauenarzt Wolfgang Butler wird aus dem Urlaub in den Dienst zurückgerufen. Ins Krankenhaus Bergen. Wir waren alle sehr unruhig in der Klinik. Und es wurde eingeteilt, wer bei Katastrophenzustand irgendwo hingehen muss. Und so hat es mich getroffen. Ich wurde eingeteilt, mit einem Panzer nach Trent zu fahren und eine spätgebärende Mutter abzuholen. Trent liegt 20 Kilometer von Bergen entfernt. Die normale Fahrzeit beträgt eigentlich 20 Minuten. Dann ging die Fahrt los. Der Schneesturm wurde inzwischen immer heftiger. Und so sind wir mit dem Panzer relativ gut gekommen, hinter Klüß bis Heidhof. Da war schon eine Schneewehe, mehrere Meter hoch. Da fuhr der Panzer rein und blieb total stecken. Niemand kommt mehr voran, niemand mehr weg und niemand mehr hin. Um diese Zeit befinden sich 12.000 Rüganer und 3.000 Urlauber auf der Insel, abgeschnitten vom Festland. Inzwischen hat das Unwetter auch Wilfried Rothkirch im Binzer Kurhotel eingeholt. Seine detailliert abgestimmten Vorbereitungen der Silvesterparty mit 600 Gästen geraten zunehmend ins Stocken. Und dann hatten wir ja auch die Kapelle besorgt. Und die sagten am 30. ab. Also mussten wir umdisponieren. Es waren dann nur noch ganz wenig Mitarbeiter da. Und es war klar, dass nicht die ganzen 600 Personen hier dann Silvester die Veranstaltung besuchen werden. Am späten Vormittag hat Hotelchef Rothkirch bereits das nächste Problem auf dem Tisch. Wir hatten eine Reisegesellschaft zu dieser Zeit aus Berlin. Das waren ältere Herrschaften. Aber die fuhren dann nicht ab. Das waren Senioren. Das wirkte sich dann auch so aus. Die hatten für diese 5 Tage ihre Tabletten mitgenommen. Und als dann die Katastrophe begann, hatten die nicht genügend Tabletten fürs Herz, für was weiß ich was, für den Magen. Was zu Komplikationen führt. Draußen tobt der Sturm ununterbrochen. Frauenarzt Wolfgang Butler sitzt bereits seit 2 Stunden im Panzer fest. Sein Auftrag, dringend eine Risikoschwangere ins Krankenhaus zu holen, ist in Gefahr. Die Ketten drehten sich vorwärts und rückwärts. Drehen war nicht möglich. Der Panzer saß auf der Wanne im Schneehaufen fest. Na ja, da kriegt man schon das Grübeln. Ich habe gedacht, ich habe den Entbindungskoffer, da ist alles drin, was ich für einen Notfall brauche. Kaiserschnitt kann ich nicht machen, aber alles andere ist da für eine normale Entbindung. Ansonsten wäre er gestorben. Damit muss man rechnen, dass sowas passieren kann. Ja. Flensburg, Bundesrepublik. Die Bilder gleichen sich. Auch im Westen sind am Samstag die ersten 12 Bergepanzer ausgerückt.
Seit 12 Uhr Mittag besteht hier allerdings auch Katastrophenalarm. Um den Innenminister von Schleswig-Holstein hat sich ein Krisenstab gebildet. Die Situation insgesamt in den Ostseekreisen und in den zur Ostsee belegenen Teilen ist durch die starken Schneeverwehungen deshalb so angespannt, weil es hier erste Versorgungsschwierigkeiten gibt. Große Schwierigkeiten sind entstanden durch den Stromausfall. 80 Dörfer ohne Strom. Der Orkan hat die Leitungen zerrissen und die Strommasten weggeknickt. Heizung, Kühlschrank, Fernsehen, Telefon. Die Technik funktioniert nicht mehr. Gründeich bei Hamburg. Kai Greiser hat die letzten Tage ausschließlich in seinem Bootsschuppen verbracht. Eine Auszeit vom Alltagsstress als Berufsfotograf. Nun erreicht ihn ein Sofortauftrag über Deichbrüche an der Ostsee. Und ich dachte, wird ein Abenteuer. Warum nicht? Denn ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, was draußen passiert war. Kai Greiser soll zum Flughafen Hamburg fahren und mit einem Privathubschrauber dann die Küste abfliegen. So der simple Fotoauftrag. Und dann bin ich so eben gerade vom Hof gekommen und dann war am Deich auch schon fast Schluss. Die ersten Schneewehen waren so hoch, dass es mich grauste und ich dachte, das schaffe ich nie. Und es war außer mir niemand unterwegs, kein Auto, keine Autospuren, kein Trecker. Und ich konnte auch niemanden benachrichtigen, falls ich irgendwo stecken bleibe. Wenn ich das nicht geschafft hätte, dann hätte es die Geschichte nie gegeben. Kreis Schleswig-Flensburg. Am frühen Nachmittag ist zum Schneechaos noch eine Sturmflut dazugekommen. Nun drücken Schneesturm und Hochwasser in die Kieler Bucht. Die Schifffahrt muss eingestellt werden. Geofotograf Kai Greiser hat nach seiner Odyssee auf der Straße den Helikopterdienst in Hamburg gerade so erreicht. Zusammen mit einem ZDF-Team ist er nun unterwegs zum Fotoauftrag seines Lebens. Und es ging hoch und irgendwann wurde es alles ziemlich unheimlich. Durch diesen ganzen Schnee konnte ich dann die Landschaft sehen, die völlig wie mit einem weißen Bettlaken bedeckt war. Und dann sind wir an der Küste hochgeflogen und haben die ersten Deichbrüche entdeckt. Und im Dampf an der Küste hoch lag dieser Ausflugsdampfer, 45 Grad gekentert, voll mit gefrorener Gischt. Es war diese grausame Schönheit, die mich fasziniert hat. Außer ihnen sind jetzt nur noch die Rettungshubschrauber der Bundeswehr unterwegs. In der frühen Dämmerung müssen sie in der Nähe einer gerissenen Stromleitung notlanden. Die Abendnachrichten der Tagesschau konstatieren eine dramatische Zuspitzung der Situation, nicht nur im Norden der Bundesrepublik. Das Schneechaos in Norddeutschland wird von Stunde zu Stunde größer. Seit 2,5 Tagen schneit es ohne Unterbrechung. Menschen in eingeschneiten Autos, entgleiste Züge und Deichbrüche an der Ostsee. Das ist die gegenwärtige Lage im nördlichen Teil der Bundesrepublik. Besonders bedrohlich ist die Lage in Dänemark. Schneestürme haben auch hier den Straßenverkehr lahmgelegt. Der Rundfunk warnte die Bevölkerung, die Häuser zu verlassen. Obbenrå, Dänemark.
In den Abendstunden ist kaum noch jemand unterwegs. Nur Krankenwagen, Schneefräsen und Rettungspanzer. Und Werner Kähne mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern. Seit dem Morgen sind sie gerade mal 20 Kilometer vorangekommen. Kähne hofft trotzdem noch, heute bis nach Husum zu gelangen. Was er nicht weiß, die deutsch-dänische Grenze ist nach wie vor geschlossen. Es gibt gar keinen Weg nach Hause. Dann merkte ich aber irgendwann, dass ich tanken musste. Der Schnee wurde immer schlimmer und ich habe gedacht, also fahr mal zur nächsten Tankstelle hin und tank mal erstmal wieder auf, weil das Auto ja warm haben mussten, allein der Kinder wegen. Aber die Tankstelle war zu. Insel Rügen. Vor 6 Stunden ist der Panzer, in dem Frauenarzt Wolfgang Butler zu einer Rettungsmission unterwegs ist, in eine Schneewehe gerast. Jetzt, zur Nacht, sitzt er immer noch dort, bei minus 18 Grad. Ein Panzer ist ein eiskaltes Fahrzeug. Glauben Sie nicht, dass es da drinnen warm ist. Sobald der Motor aus war, durchzog den Panzer ein Eishauch, könnte man sagen. Eine Kälte in der Bude. Wir haben gedöst, im Prinzip gedöst. Nur ab und zu vor Kälte wieder gesagt, lass mal das Ding noch immer wieder 10 Minuten laufen. Die müssen ja mit dem Treibstoff sparsam umgehen. 130 Liter für eine Stunde sind schnell verballert, ne? Einen fast leeren Tank hat inzwischen auch Familienvater Werner Kähne. Er steht vor einer geschlossenen Tankstelle und muss eine Entscheidung treffen. Dann habe ich überlegt, dass ich dann die Nacht vor der Tankstelle verbringe. Und habe den Wagen ja laufen lassen die ganze Nacht, habe die Kinder eingepackt hinten mit Wolldecken und so weiter. Und dann haben wir die Nacht im Auto verbracht. Motor an, Motor aus. Die Spritreserve muss bis zum Morgen reichen. Mehrmals musste ich dann heraus und den Auspuff frei machen, damit da nichts passiert. Denn ich hatte eigentlich nur Angst, dass der Auspuff hinten zuweht. Das wurde ja immer schlimmer danach. Im Morgengrauen des Silvestertages erwacht die ganze Familie. Die Kähnes machen sich nun auf die Suche nach Benzin, etwas zu essen und einem Weg nach Hause. Auf der Insel Rügen hat Frauenarzt Wolfgang Butler die Nacht im eiskalten Panzer verbracht. Der Sturm hatte das schwere Gefährt im Nirgendwo festgesetzt. Jetzt, mit erstem Tageslicht, können sie sich endlich orientieren. Dann haben wir gesehen, dass wir relativ nah an einem Gehöft waren, was in der Nacht nicht zu erkennen war, und wurden von der Familie eingeladen, uns aufzuwärmen. Und sie haben uns auch einen schönen Eintopf gekocht. Inzwischen waren 2 Trecker rangekommen, die sich durch den Schnee über die Felder gekämpft hatten und holten mich ab mit meinem Entbindungsgerät, so dass ich in die Arztpraxis fahren konnte zu der Patientin, die eigentlich nach Bergen im Krankenhaus entbinden sollte aufgrund ihres Alters und eines Herzfehlers. Butler ist klar, er muss das Kind der Risikoschwangeren selbst auf die Welt holen. Straßen gibt es nicht mehr in Trent. Helfer bringen die Frau in eine örtliche Schwesternstation. Scheiße! Das eiskalte Polarhoch breitet sich immer weiter aus und erreicht den 50. Breitengrad. Die Luftmassen sind dabei nach wie vor stark voneinander getrennt. Kälte und Schnee von Norden gegen Plusgrade und Regen vom Süden.
Zusätzlich schiebt sich jetzt ein kleines, intensives Tief von Frankreich bis zu den Mittelgebirgen der DDR. Es verschärft die Luftmassengrenze und damit die Windgeschwindigkeiten noch einmal. Die Folge? Wieder gibt es Glatteisregen. Aber relativ schnell zieht das Tief nach Osten ab und macht auf seiner Rückseite den Weg frei für den eiskalten Wintersturm, dessen Zentrum nun zwischen Dresden und Berlin liegt, mit Tiefstemperaturen bis minus 23 Grad. Nun hat das Kältehoch Mitteleuropa fest im Griff. Es ist Tag 3 des Schneesturms. Die Statistik der Nacht ist verheerend. Im Westen werden die ersten Todesopfer gemeldet. Zwei ältere Menschen, die in ihrem Auto erfrieren. Ein Mann, der auf Nimmerwiedersehen im Sturm verschwindet. Ein Kind, das im selbstgebauten Iglo einschläft. Das Schneechaos betrifft nun auch großflächig den empfindlichsten Teil der modernen Zivilisation, die Energieversorgung. Besonders in der DDR. Wolfgang Mitzinger ist damals stellvertretender Minister im Energie- und Kohleministerium. Und da ist eine Situation entstanden, die wirklich, muss ich mal so formulieren, katastrophal war. Denn der Schneesturm ist seit diesem Tag nicht nur in Berlin angekommen, sondern auch im Süden der DDR. Und damit in den 34 Braunkohletagebauen. Der Temperatursturz hat aus dem Schlammfeld der Weihnachtstage ein Eismeer gemacht. Kohle und Abraum lassen sich kaum noch bewegen. Ich bin am 31. zum zentralen Einsatzstab in Ministerrat gegangen. Und ich habe dort, wie ich mich erinnern kann, schonungslos die Lage dargelegt. Und habe unter anderem gesagt, es ist eine Katastrophe. Das weiß ich noch wie heute. Alle ein bisschen gezuckt, aber es war ja so. Denn die Braunkohle ist der Hauptenergielieferant der DDR. Extrem wasserhaltig, mit einer geringen Effizienz und überdurchschnittlich viel Abraum. Es gibt sowieso schon umfangreiche Planrückstände und dann noch der extreme Wintereinbruch. Es stellt das angeschlagene Energieversorgungssystem der DDR vor unlösbare Aufgaben. Axel Rainer Porsch ist damals Abteilungsleiter im Energiekombinat Süd in Erfurt. Seit Wochen müssen sie immer wieder kleinere Stromabschaltungen vornehmen. Aber nun sieht er den Super-GAU direkt auf sich zukommen. Wir haben vom Hand in den Mund gelebt. Und das war in der Kohleindustrie so. Die Kraftwerke hatten keine großen Bunkerkapazitäten vorher, das zu bunkern und dann abzufordern. Die Kohlezüge sind gekommen und die haben es verbrannt, das, was gekommen ist. So, da gab es keine großen Reserven. Nun fahren die Kohlezüge nicht mehr. Die letzten, die am Kraftwerk ankommen, können nicht entladen werden. An Nachschub ist vorerst nicht zu denken. Unaufhaltsam steuern die Energiemitarbeiter auf immer größere Flächenabschaltungen zu, der sogenannten Stufe X. Wir haben viele Situationen gehabt, wo es schon brenzlig war, aber dass wir diese Maßnahmen, wie das hieß, Netz in Gefahr Stufe X, eines Tages mal schalten würden selbst, daran haben wir nicht geglaubt. Also wir kannten die Dokumente, die lagen entsprechend in den Schränken gesichert. Es war eine letzte Option aber geglaubt haben wir daran nicht, das muss ich ehrlich sagen. Im Energieministerium der DDR-Regierung ist man sich inzwischen der Lage wirklich bewusst. Es geht mittlerweile darum, dass ganze Kraftwerksblöcke ausfallen und damit ein Netzzusammenbruch für die gesamte DDR bevorsteht. Minister Siebold zieht in Eigenregie die Notbremse. Die Lage hat sich ja zum 31. absolut zugespitzt, sodass der Minister früh angewiesen hat, alle Kohle zu den Kraftwerken und die Brikettfabriken auf Warmhaltebetrieb fahren. Das war natürlich auch eine komplizierte Entscheidung. Ich sage Ihnen ehrlich, ich hätte nicht anders gehandelt.
Ab Mittag gibt es neue Flächenabschaltungen, vorerst nur in ländlichen Gebieten. Dars, im Norden der DDR. Bauer Ulrich Lau bekommt relativ schnell die Auswirkungen des Stromausfalls zu spüren. 7000 Rinder stehen in den Ställen des volkseigenen Gutes Müggenburg und werden mit mobilen Stromaggregaten nur noch notversorgt. Die Stromversorgung für die Landwirtschaft wurde gekappt, damit in Rostock in der Stadt die Fahrstühle gingen. Und das hat Tausenden von Ferkeln, die erfroren sind, die unter der Rotlampe gehalten wurden, kein Strom, zu kalt, erfroren. Auch Kälber sind unter den Bedingungen auch einige krank geworden oder auch erfroren. Alles ist passiert. Normalerweise wechselt in den Rinderstellen des Gutes alle 6 Stunden die Schicht. Aber seit 2 Tagen gibt es keinen Kontakt mehr zu den Bauern vor Ort. Und so macht sich Ulrich Lau mit einem Trupp Bauern auf den Weg zu den Rinderstellen kurz hinterm Deich. Trotz Ausgangssperre und Fahrverbot. Am Tag war der Sturm so stark, dass man keine Luft mehr bekam. Es war nicht möglich, gegen den Sog zu atmen. Der zog einem die Luft aus der Lunge raus. Aber am 31. da hat dann unser Betrieb alle rangeholt. Und dann haben wir auch diesen Weg gesucht, wie man hinkommt. Ja, helft dir selbst, so helft dir Gott, war so immer die Art, wie meine Oma das gesagt hat. Vor Ort wird klar, was dieser Sturm zusammen mit dem extremen Frost anrichten kann. Der Sturm hat die Scheiben eingedrückt und dann wurde der Schnee in diese offenen Fenster reingedrückt. Und die Tiere, die da drin waren, waren zugeschneit. Und die Körperwärme hat dann ja ein bisschen getaut und gefroren. Und dadurch waren sie fast im Eis eingepackt. Eisblock für Eisblock müssen die Rinder freigebaggert werden. Manche überleben nicht. Ja, es war schon grausam, aber was sollte man machen? Das war Schicksal für die Tiere. Kreis Schleswig-Flensburg im Westen. Probleme mit der Energie- und Wärmeversorgung gibt es massiv auch hier. Der Schneesturm hat die Masten umgeknickt. Ein großes Problem, besonders für Einzelbauern auf dem Land. Deren ganze Existenz hängt am Strom. Glauben Sie, dass noch einer kommt? Die Kühe stehen am Stall und brüllen. Die Melkmaschine ist ausgefallen. Auch die Klimaanlage für die Schweinezucht, die Rotlichtlampen fürs Jungvieh. Hühner und Schweine sterben an Erkältungen. Kaum ein Bauer hat im Westen damals ein Aggregat zur Notstromversorgung. Hocken wir 3 Tage ohne Licht, ohne Strom, ohne Telefon. Weil wenn da einer stirbt, der muss sterben. Kein Mensch kann hinkommen. Und das im 20. Jahrhundert. So geht das aber nicht, Leute. Wir scheinen wahrlich Steuern genug, dass das nicht in Ordnung gebracht werden muss. Vorher muss was gemacht werden. Es müssen Schneefräsen her. Da sollen sich da 10 so Dinge hinstellen in Flensburg. Spielt doch keine Rolle. Wir haben doch Geld für alles. Seit 60 Stunden tobt der Sturm. Über das gesamte Bundesland Schleswig-Holstein ist der Katastrophenzustand verhängt. In weit größerem Maß als im Osten sind die Menschen hier vom Strom abhängig. Alles funktioniert in der sogenannten Knopfdruckgesellschaft mit Strom. Dessen Ausmaß ist man sich inzwischen bewusst. Mit dem Zusammenbruch des Verkehrs hat Werner Kähne zu kämpfen.
Am Tag 4 ihrer Reise ist die Familie an der geschlossenen deutsch-dänischen Grenze angekommen. Es ist früher Nachmittag, als sie zu einer Notunterkunft geleitet werden. Da sollen sie abwarten und mit den kleinen Kindern Silvester verbringen. Irgendwann sind wir in diesem Aufnahmelager gelandet. Und ich kann mich heute noch erinnern, wir hatten ein Thermometer, das war 1 Grad plus da drin. Ja. Und dann kamen da irgendwelche vom Zivilschutz oder was weiß ich was alles. Und die haben dann die Familien mit Kindern da rausgeholt. Und die wurden dann in die Umkleideräume umquartiert, weil da eine Heizung drin war. Und da war das in 6 Grad plus drin. Es ist Sonntag und ihr Reiseproviant ist längst aufgebraucht. Ich kann mich heute noch erinnern, dass ich Hunger hatte. Und nachmittags kam dann eine Gulaschkanone und da gab es dann Brühe. Und die war dermaßen salzig. Und da hatten wir zwar ein bisschen was im Magen, aber hinterher Durst. Ne? Und dann, aber zu trinken gab es dann auch nichts. Ne? Rügen, DDR. Die Insel ist nun schon den dritten Tag von der Außenwelt abgeschnitten und auf Selbsthilfe und Selbstversorgung angewiesen. Die Feiertagsvorräte gehen langsam zur Neige. Eine Silvester-Partystimmung will auch bei Wilfried Rothkirch im Binzer Kurhotel nicht aufkommen. Um 5 ging der Strom weg. Da habe ich beim Umspannwerk in Bergen angerufen. Herr Rothkirch, der Strom ist jetzt weg. Der wird noch mal wiederkommen. Aber wir werden Flächenabschaltung durchführen müssen. Da sind alle Alarmsignale bei mir hochgegangen. Der Strom geht weg. Und du hast die Gäste im Haus, die dann vielleicht auch getrunken haben. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht verantworten. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, wir führen diese Veranstaltung nicht durch. Die Konsequenz war natürlich, dass um diese Zeit die ersten Forellen schon im Fond waren und an der Treppe standen die ersten Gäste, die rein wollten. Rothkirch sagt die ganze Silvesterfeier ab. Jedem der 300 Gäste einzeln, die sich durch den Schnee bis zum Hotel durchgeschlagen haben. In Abendgarderobe, mit Sakko und Hütchen, Hackenschuhen und Glitzerkleid. Die sind dann abgezogen, haben dann noch zum Teil von Weihnachten Kartoffelsalat oder Würstchen gehabt, aber waren richtig, wie man so sagt, angeschmiert. Und wir haben dann 3 Wochen fast Forellen gegessen, ein Personalessen. Die über Monate und Beziehungen aufwendig organisierten Menüs, futsch. Die feierliche Saaldekoration, für die Katz. Die ganze abgesagte Party, ein Desaster. Auch Wolfgang Butler muss sich nun entscheiden. Gegen 22 Uhr holt er das Kind der Risikoschwangeren. Trotz Stromsperre und fehlender Hebamme. Eine Schwester hinter mir hat mit einer Taschenlampe das ganze Operationsfeld beleuchtet. Und es war natürlich ganz schön kompliziert. Fast wie im Dusteren, im Finstern, aber man sagt ja, wo man nichts sieht, ist Fühlen keine Schande. Und so kam es so weit, dass die Entbindung gut voranging und ein gesunder Knabe geboren wurde. Der Mutter ging's gut, dem Kind ging's gut, dem Arzt ging's gut. An eine Heimkehr ins 12 Kilometer entfernte Bergen zu seiner Frau und seinem Kind ist nicht zu denken. Eigentlich ist heute Butlers 10. Hochzeitstag und der Sohn hat auch noch Geburtstag. Ihm wird eine Alternative angeboten. Anschließend lud mich der Bruder zu einem Umtrunk ein, denn es war inzwischen Silvester geworden, haben einen kleinen Schluck getrunken, auf das neue Kind angestoßen. Die Gaststätte war voller froher Menschen. Alle gratulierten mir, obwohl ich nicht der Vater war. Und es kam gleich die nächste Runde. Für den Operateur und für den Onkel. Und so haben wir wunderbar Silvester gefeiert. Er wird sich immer an dieses Silvesterfest erinnern.
wenn auch nicht an jedes Detail. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Da war der Strom weg, wie ich die Bude gefunden habe. Ich weiß es nicht mehr, es ging hier irgendwo lang. Im Fernsehen der DDR läuft weiter das voraufgezeichnete Partyprogramm. Fernsehballett, lustige Sketche und ein fröhlicher Countdown zum Jahreswechsel. Rundherum versinkt das Land derweil langsam im Chaos. Das Jahr 1978 ist Geschichte. Über Nacht kommt die eisige Kaltluft bis zu den Alpen voran. Der Schneesturm kann sich nun ungehindert ausbreiten. An der Luftmassengrenze gibt es nach wie vor Temperaturstürze von 15 Grad innerhalb von Stunden oder auch Minuten. Dann zieht das Jahrhundertwetter weiter über die Niederlanden, Belgien bis nach Mittelfrankreich. Im Laufe dieses Tages ebbt der Schneesturm langsam ab. Der strenge Dauerfrost jedoch bleibt. In Berlin werden am Neujahrsmorgen minus 18,6 Grad gemessen. Kälterekord für den 1. Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Neujahr 1979. Ein Montag. Feiertag. In Berlin tagt seit den Nachtstunden die Zentrale Katastrophenkommission unter dem Ministerratsvorsitzenden Willi Stoph. Das erste Mal seit Beginn des Sturms. Jetzt gibt es eine Freigabe für schwere Bergetechnik und einen Befehl zum Einsatz der Nationalen Volksarmee. Am Tag 4 der Katastrophe. Ab diesem im Grunde genommen 1.1. früh um 4 haben sie dann angefordert und brauchen Unterstützung der NVA. Hatte sicherlich was zu tun damit, dass das Fernmeldesystem der NVA bzw. der DDR ja in einem Zustand war, wo man ordentlich telefonieren sowieso bloß früh um 4 konnte. Ab diesem Zeitpunkt funktionierte das dann relativ. Aber das war eigentlich im Grunde genommen viel zu spät. 18.000 Soldaten der NVA rücken sofort aus. Dazu Kampfpanzer mit Schiebeschild und Marinehubschrauber. Die Haupteinsatzgebiete, Autobahnen, abgeschnittene Dörfer, die Braunkohlegruben in Mitteldeutschland und der Lausitz und der Rügendamm. Die Insel ist bereits den vierten Tag auf Selbstversorgung angewiesen. Frauenarzt Wolfgang Butler hat die letzten zwei Nächte kaum geschlafen und will zurück zu seiner Familie. Aber draußen tobt noch der Sturm und draußen wartet schon die nächste dringende Mission. Die Nacht war recht kurz. Gegen 7 Uhr weckte mich Dr. Gutzke. Ich schlief in einem Gästezimmer in der Arztpraxis und sagte, dass ein weiterer Kontrollfall anliegt, eine schwierige Entbindung. So bin ich dann mit zwei Fallschirmjägern bei Schneesturm, einer vorne, ich in der Mitte, angeseilt, sind wir über das Feld marschiert nach dem nächsten Ort Fens. Als Butler bei der Schwangeren ankommt, ist die Not groß. Eine Hausgeburt kommt nicht in Frage. Ein Transport mit einem Panzer, zu risikoreich. Die Optionen des Frauenarztes sind erschöpft. Und inzwischen hatte der Bürgermeister Wind gemacht und es landete ein Hubschrauber. Ich weiß nicht, was der am Telefon erzählt hat. Hier ist ja nirgends ein Hubschrauber über die ganze Insel geflogen. Nirgends. Aber er hat es geschafft. Der muss denen ja irgendwas erzählt haben. Schon alles tot. Die halbe Insel tot. Schickt bloß den Hubschrauber her. Und der kam eben und ich war froh. Ich war froh und glücklich. Der Hubschrauber kommt vom Marinestandort Paro, Stralsund. Seit wenigen Stunden transportieren die Militärpiloten Schwangere, Dialysepatienten und Menschen in Notlagen.
auf einem freien Feld mit provisorischen Markierungen, muss gestartet und gelandet werden. So wie bei Wolfgang Butler werden noch 4 weitere Hochschwangere aus dem Katastrophengebiet ausgeflogen und in die Stralsunder Geburtsklinik gebracht. Alle Mütter und Babys überleben die dramatischen Rettungsaktionen. Es begann mit dem Blasensprung. Und wir haben danach gleich das Flugzeug alarmiert, aber es konnte zuerst nicht kommen wegen schlechten Witterungsbedingungen. Und als sie bei uns ankamen, ließen bei mir die Wehen nach. Wir haben es dann mit alten Hausmitteln versucht, aber es nützte nichts. 12 Stunden lag ich ohne Wehen und so blieb nur die Möglichkeit, nochmal zu versuchen, mit dem Flugzeug in die Klinik zu kommen. Und das passierte dann am Montag früh um 5 Uhr. In den späten Vormittagsstunden des 1. Januar verliert der Sturm im Norden an Kraft. Endlich, nach 72 Stunden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Stoltenberg nutzt die erste Flaute, sich einen Überblick über das Ausmaß der Katastrophe zu verschaffen. Bisher sind 12 Tote vermeldet, noch 30 Ortschaften ohne Strom. Vielerorts gibt es Straßensperrungen. Der Eisenbahnverkehr ruht weiträumig. Noch gibt es kein Aufatmen. Wir sind ja noch in einer Katastrophensituation, können also nicht eine Schlussbilanz ziehen. Aber wir werden in den kommenden Wochen als Landesregierung zu einer sehr gründlichen Auswertung aller Erfahrungen dieser Naturkatastrophe kommen. Bof, Dänemark. Nach wie vor ist die Grenze zur Bundesrepublik geschlossen, obwohl sich auch hier der Sturm beruhigt hat. Werner Kehne hat die Silvesternacht mit seiner Familie im Notaufnahmelager verbracht. Sie sind müde, hungrig, bankrott und am Verzweifeln. Dann hieß es, die Familie mit Kindern, die sollen dann privat untergebracht werden oder in irgendwelchen Hotels. Auf der Fahrt zu dieser Unterkunft habe ich diesen Zivilschutz ja noch gefragt, was ist denn nun? Wir werden hier überall privat untergebracht. Wir machen den Leuten Umstände und Unkosten. Wer soll das nun bezahlen? Und da hat er gesagt, das ist Notfall und das bezahlt die Kommune. So, und da muss er gar keine weiteren Gedanken gemacht. Es ist die erste gute Nachricht seit Tagen. Denn Kehnes Frau hat inzwischen eine Stirnhöhlenveralterung. Die Kinder quengeln und die Reisekasse ist leer. Wir haben uns dann wieder auf ein vernünftiges Bett gefreut, ne? Und das war eine gute Unterkunft. Wir kriegten auch ein warmes Essen dann und auch ein vernünftiges Zimmer. Die Anspannung ist total von uns abgefallen da. Die Anspannung, man war irgendwie geborgen, ne? Wie gesagt, man war sicher. Und in dem Moment war uns das draußen egal. Berlin, kurz vor 12 Uhr. Zentrale Katastrophenkommission im Ministerrat der DDR. Der Energieminister meldet, dass er am Vortag in den Städten Leipzig und Rostock den Strom hat kappen lassen. Mit Radikalmaßnahmen versucht Klaus Siebold, den immer stärker drohenden Stromkollaps der gesamten DDR aufzuhalten. Denn auch am Neujahrstag melden die Hauptdispatcher der Braunkohle wieder viel zu wenig Förderung. Es gibt nur halb so viel Energie, wie in der DDR gebraucht wird. Wolfgang Mitzinger als einer der Stellvertreter des Ministers wird abkommandiert direkt ins Katastrophengebiet. Und dann kriegte ich den Auftrag, in die Braunkohle Senftenberg zu fahren, um dort zu organisieren, dass die Kohleversorgung für die Kraftwerke wiederhergestellt wird. Weil das in dem Moment, oder zu dem Zeitpunkt besser gesagt, unsere wichtigste Aufgabe war, die Kraftwerke wieder auf Leistung zu bringen. Und das betraf ja nicht bloß Boxberg, das betraf Löbenau-Fetschau, das betraf Thierbach, das betraf Hagenwerder. Am nächsten Tag ist eigentlich Planstart in der DDR. Das heißt, alle Betriebe und Kombinate sollen die volle Produktion bringen. Im Moment ist aber nicht einmal genug Energie da, um den reduzierten Feiertagsbedarf zu decken. Wir hatten ja nicht bloß Probleme bei der Elektroenergie. Im Gas ging die Produktion zurück, beim Stadtgas. Damit fiel der Gasdruck und die Brikettproduktion war ja auch runter. Und die musste wieder hochgefahren werden. Nur das Atomkraftwerk in Lubmin bei Greifswald bringt die volle Leistung.
weil Militärhubschrauber die Schichtablösungen aus der Luft organisieren. Beispielsweise war das Kernkraftwerk unser stabilstes Kraftwerk in der Zeit. Das ist natürlich der Vorteil der Kernkraftwerke. Die haben den Brennstoff für längere Zeit. Im Lausitzer Braunkohlerevier stehen die Kohlezüge. Im mitteldeutschen Revier sind die Weichen eingefroren und der Hauptbagger ausgefallen. Alle Tagebaue der DDR havarieren nahe am Totalausfall. Im Senftenberger Revier ist ein Großaufgebot der Armee im Einsatz. In der Braunkohle war die erste Aufgabe, als in den Tagebauen nichts mehr lief, Instandhaltung der Bandanlagen. Und die Soldaten haben einfach nur mit Spaten und Spitzhacke gearbeitet. Die Technik hat ihren Dienst versagt und nur mit Hilfe der Armee war es überhaupt möglich, den Eisenbahnbetrieb wieder aufrecht zu bringen. Für DDR-Verhältnisse ungewöhnlich werden die Probleme öffentlich benannt. Die Katastrophe hat Ausmaße angenommen, die sich nicht mehr verschweigen lassen. Man hofft auf Verständnis und Unterstützung durch die Bevölkerung. Die Lage in der Kohle- und Energieversorgung hat sich am heutigen Tage schwieriger gestaltet. In den Braunkohlenwerken sind erhebliche Produktionsausfälle aufgetreten, hervorgerufen durch die strengen Fröste in der vergangenen Nacht, sodass es am heutigen Tage erforderlich wurde, Netzabschaltungen in erheblichem Umfang durchzuführen. Der verzweifelte Kampf um jeden Brocken Kohle wird mit brachialen Methoden geführt. Nur um das Stromnetz der DDR für eine weitere Stunde am Laufen zu halten. Man hat dann den Kraftwerken Triebwerke von Flugzeugen, die nicht mehr geflogen wurden, hat man in die Kraftwerke gebracht und hat damit sich ein nächstes Problem geschafft, ne, indem man die Waggons kaputt gemacht hat. Man hat dann diese Waggons aufgetaut, hat die Kohle da drin aufgetaut und hat versucht, das auf die Art wieder kippbar zu kriegen und das rauszukriegen. Ja, und anschließend war viel davon einfach nur kaputt. Die Waggons geschrottet, die Kohlebänder ohne Strom. Kurz nach 13 Uhr müssen weitere 150.000 Abnehmer von der Gasversorgung getrennt werden. Erfurt. Am Neujahrstag endet am Mittag für Axel Rainer Porsch der Feiertagsurlaub. Er ist Schichtleiter im Energiekombinat Süd, das die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl mit Strom versorgt. Schon am Vormittag hatten seine Kollegen ihn vorgewarnt, dass nach Leipzig und Rostock auch im Süden noch Abschaltungen drohen. Ich bin so gegen 13:15 auf Arbeit gewesen und da wurde schon gesagt, dass die Unterlagen für Netz in Gefahrstufe X auf dem Tisch zu liegen haben. Und dann haben wir die rausgeholt und haben darauf gewartet, dass es kommt. Besser aber nicht kommt, aber es kam. Es passiert, was Axel Rainer Porsch sein Leben lang nicht mehr vergessen wird. Und dann um 15:03 Uhr kam der Befehl von Berlin, Stufe X ist unverzüglich zu schalten. Und das bedeutet, dass wir innerhalb von wenigen Minuten, von 3 Minuten, in Thüringen die Lichter haben ausgehen lassen. Es ist der erste Totalkollaps eines Gebietes wie Thüringen in der 30-jährigen Geschichte der DDR. Die Situation war so, dass das gesamte Elektroenergiesystem VES, Vereinigtes Energiesystem Frieden, damals im RGW, am Zusammenbruch war. Es wäre sicherlich dazu gekommen, dass die DDR schwarz geworden wäre und die Anrainerstaaten Polen, Tschechoslowakei, Ungarn sicherlich auch. Damit war klar, dass die Maßnahme notwendig gewesen ist. Mit den Auswirkungen, Hochofen explodiert und solche Sachen, das musste man dann in Anführungszeichen billig in Kauf nehmen. Die Stromprobleme in der Bundesrepublik sind dagegen einfacher zu beherrschen. Reparaturtrupps nutzen das Abflauen des Sturms, um sich mit Heereshubschraubern vor Ort bringen zu lassen und die Haushalte wieder ans Netz zu bringen. In der Luft unterwegs ist nun auch noch einmal der Pressefotograf Kai Greise.
Alle großen Agenturen und Magazine haben inzwischen Bilder vom Schneechaos bei ihm in Auftrag gegeben. Er fotografiert aus der offenen Tür des Helikopters mit mehreren Objektiven und Kameras gleichzeitig. Ich war so durchgeschwitzt und ich war so ausgepowert durch diese Spannung, dass ich das einfach alles ignorierte, was mich störte. Und ich dachte, das werde ich nie wieder erleben. Die Sonne scheint. Es ist fast idyllisch. Aber unter ihnen sind Menschen im Schnee gefangen, die um ihr Leben kämpfen. Kai Greiser kann zwar nicht helfen, aber deren Lage publik machen, um Hilfe zu organisieren. Und dann haben wir die Autobahn nach langem Suchen gefunden, aber das war desillusionierend. Man konnte das kaum erkennen. Das sah aus, als wäre eine Katze mit dreckigen Pfoten über ein weißes Bettlaken getapst. Mehr war nicht zu erkennen. Und da habe ich den Piloten angerufen und habe gesagt, wir müssen runter, wir müssen runter. Mit gefährlichen Manövern rangieren sie direkt über den eingeschlossenen Autofahrern. Und da habe ich gesagt, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Kannst du nicht rückwärts fliegen? Die sagt er, dann reißt ja die Laminarströmung ab. Wir können abstürzen. Und dann sage ich, in Kampfsituationen müsst ihr das doch auch können. Der Rückwärtsflug gelingt. Und im letzten Licht des Tages entsteht das Bild seines Lebens. Ich wusste, dass ich jetzt das Motiv im Kasten hatte, was diese ganze Katastrophe am besten dokumentiert. Der Bringer sozusagen. Es wird das Titelbild des Sterns in der Ausgabe Nummer 3 1979. Ein Foto, das um die Welt geht. Die Rettung von Menschen wie die eingeschlossenen Autofahrer ist auch in der DDR eine Aufgabe des Militärs. Der Rügener Hotelchef Wilfried Rothkirch kümmert sich auf seine Weise um seine betagten Gäste. Ich habe einen Weltkrieg mitgemacht. Nicht den ersten, aber einen zweiten, nämlich in Dresden. Und da weiß ich oder wusste ich, das Wichtigste ist Wasser. Ich habe also angewiesen, alle Kessel, die Dampfkessel in der Küche, die Töpfe, Eimer, alles, was möglich war, mit Wasser zu füllen. Denn wenn kein Wasser ist, geht keine Toilette, keine Spülung. Und haben an die Vernunft der Gäste appelliert, also so wenig wie möglich die Toiletten zu benutzen. Nun organisiert Rothkirch eine Sammelliste für die fehlenden Medikamente und bahnt sich mit seinem Sohn einen Weg zur Apothekerin. Danach serviert er Resteessen vom Silvestermenü. Aber gegen 18 Uhr fällt nach dem Strom und dem Wasser auch noch die Dampfheizung aus. Notgedrungen verordnet der Hotelchef daraufhin Bettruhe und heißen Tee. Es war sehr schwierig mit dieser Reisegruppe. Die konnten sich ja das nicht vorstellen, dass in Sassnitz das Licht brannte. Das war ja Grenzstation. Dort war Licht und bei uns war kein Licht. Warum ist dort und bei uns nicht? Das konnten die sich gar nicht vorstellen. Die kamen ja aus Berlin, Hauptstadt der DDR. Ja. So wie wir heute arbeiten, werden die Berliner morgen leben. Ja. Also die waren was anderes gewöhnt. Bei Einbruch der Dämmerung ist klar, dass von Rügen auch in dieser Nacht kein Panzer, kein Zug, kein Auto oder gar Mensch zum Festland durchkommen wird. Die aktuelle Kamera berichtet in einer Sonderausgabe. In den heutigen Abendstunden wurden von Stralsund aus weitere Panzer- und Spezialkettenfahrzeuge der Armee eingesetzt, um die Schneebarrieren auf der Insel Rügen zu durchbrechen. Bis zum 1. Januar 1979 ereigneten sich im Zusammenhang mit der witterungsbedingten Lage eine Reihe von Verkehrsunfällen, bei denen 3 Personen getötet und 54 verletzt wurden. Dann wird es Nacht in beiden deutschen Staaten.
Im Süden der DDR ist es an diesem Neujahrsabend ganz besonders dunkel. Energieingenieur Axel Rainer Porsch verwaltet das stromlose Chaos der Bezirke Erfurt, Gera und Suhl. Da war ein Anruf aus Jena, wo eine Mutter angerufen hat, sie wohnt im 11. Stock. Und sie hat ein ganz kleines Baby und das schreit, das hat Hunger, das Licht geht nicht, die Heizung funktioniert nicht, das Wasser geht nicht, sie können keine Flasche warm machen und nichts. Nun, meine Frage war, haben Sie ein Auto? Ja. Haben Sie Sprit im Auto? Ja. Ich sage, dann fahren Sie raus aus Jena. Irgendwo in der Nachbarschaft, in den Nachbarorten, wird schon Schornstein qualmen. Und die haben garantiert eine Ofenheizung und da lassen sie sich die Flasche warm machen. Etwas später ein Anruf aus der Rosenthal-Klinik in Weimar. Sie seien mitten in einer OP. Porsche und seine Kollegen organisieren ein Notstromaggregat vom Umformwerk und Elektriker von der Reichsbahn, die das Gerät in Gang setzen. Aber nicht immer kann er helfen. Und nicht immer will er helfen. Wir haben ja etliche Kilometer in Thüringen, Westgrenze, die war spannungslos. Der Grenzkommandant, der hier in Erfurt saß, hat bei mir angerufen, hat mir das gesagt. Und ich sollte sofort wieder einschalten. Ich wüsste wohl nicht, was das für Folgen haben kann. Und da habe ich gesagt, ich sage, das, was es verfolgen haben kann, das kann ich mir abschätzen, aber ich sage, einschalten tue ich nicht. Ja, da hat er mich dann mächtig attackiert. Es hätte noch Folgen und dergleichen mehr. Die Westgrenze der DDR hat ebenso wie lebenswichtige Einrichtungen eine vorrangige Stromversorgung und ausreichend Notstromgeräte. Unter dem Motto, bei jedem Wetter unüberwindbar. Es gibt Einsatzpläne für zugefrorene Flüsse, verschneite Grenzzäune und Nebel. Er hat alles gehabt, was er brauchte, nämlich Notstrom, um seine Grenzsicherungsanlagen zu sichern. Aber die Aggregate liefen nicht an. Und als ich gesagt habe, das ist schlampige Wartung und Instandhaltung, und ich melde das nach Berlin, und da war Ruhe. War einfach Ruhe. Ich habe das danach gemacht, ich habe das nach Berlin gemeldet. Wir haben also von dem Mann nicht wieder gehört. Trotz mehrerer Kilometer verdunkelter Westgrenze ist für die Neujahrsnacht 1979 keine Republikflucht registriert. In der Nacht ist es bitterkalt. Zweistellige Minustemperaturen fast überall. Europa liegt unter einer dicken Eisschicht. Der Sturm hat sich gelegt. Doch nun machen sich zwei neue Tiefdruckgebiete bemerkbar. Eines an der polnischen Ostsee und ein anderes von Schottland südostwärts ziehend. Sie bringen eine leichte Frostmilderung mit sich, aber vor allem auch wieder anhaltende Niederschläge. Neuen Schnee. Erst in Kiel, dann in Berlin. Nachmittags in Leipzig. Am Abend ist der Schnee im Südwesten der Bundesrepublik angekommen. Vielerorts fragen sich auch die Meteorologen, wird dieses Schneechaos niemals enden? Es ist Dienstag, der 2. Januar auf der Halbinsel Dars. Nach wie vor herrscht Ausgangssperre und Fahrverbot für den privaten Pkw-Verkehr. Alle müssen von den Feiertagsresten leben. Noch immer weiß Bauer Ulrich Lau nicht, was aus den 3000 Schafen des volkseigenen Gutes Zingst geworden ist. Seit fast einer Woche stehen die Herden draußen im Schnee, ohne Wasser, ohne Futter. Und dann hat unser Direktor erwirkt, dass wir die Schafe, die ja nun schon 6 Tage dort ohne Futter stehen, dass die ja nun geborgen werden mussten. Und das wurde ja ein großes Politikum gemacht. Ein großer Konvoi zusammengestellt und Schafe bergen. Und da wurden die Hänge, wo die Schafe rein sollten, hoch mit Heu beladen, dass dort oben zu sehen ist, damit die Leute überall sehen, VEG rettet ihre Tiere. Und wie wir dort angekommen sind, die waren nicht zu sehen, so hoch lag der Schnee. Lau entdeckt die Tiere, festgetrampelt im tiefen Schnee, still und steif, völlig apathisch. Erst bei der Bergung erwachen sie wieder zum Leben. Und wenn das Schaf so mit dem Kopf über zuerst auf das noch restliche Heu, was drin war, rankam, dann ging das Fressen schon los, obwohl die Beine oben in der Luft waren. Also so ausgehungert waren sie. Das war wirklich ein Punkt,
was ich auch nie wieder vergesse, dass Tiere so hungrig sind. Die Bauern bringen die 800-köpfige Schafherde auf ein freigeschobenes Feld hinterm Deich. Hier sollen sie sich bei frischem Futter erholen. Aber die Not der Tiere hat noch längst kein Ende. Wenige Kilometer ostwärts, in Trent auf Rügen. Frauenarzt Wolfgang Butler ist am Vorabend wieder hier gestrandet und macht sich nun nützlich. Da habe ich den Hausarzt noch unterstützt, habe Hausbesuche gemacht. Es geht mehr um Trost als um ein Pflaster und Medikamente. Im Gegensatz zu den Kindern, die in den Schneemassen ihren Spaß haben, leiden besonders die Alten. Du kannst sagen, Oma, hier kommt also die nächsten 4 Wochen niemand. Hast du die Tabletten? Ja. Man muss denen immer Mut zusprechen. Bald wird es besser, der Schnee soll tauen. Und so redet man mit denen. Ne? Und da kann man nicht selbst Angst haben. Oder wenn man es hat, darf man es nicht zeigen. Im Dorf gibt es auch mehrere Sterbefälle, aber die Toten können nicht unter die Erde gebracht werden. Da waren noch welche gestorben, wussten wir nicht wohin. Die Tür vom Friedhof ging ja auch nicht auf. Ich sag, leg die doch in Schnee. Da passiert doch nichts, hier ist so eisig kalt, wie viel Grad minus waren. Hab ich alles mitgemacht. Im Osten wie Westen gleichermaßen werden am 2. Januar alle Inseln aus der Luft versorgt. Milch, Wurst, Streichhölzer, Kerzen, Babywindeln, Diesel. 150 Orte im Westen, dreimal so viel wie in der DDR, sind am Tag 5 der Katastrophe noch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Hälfte davon auch noch ohne Strom. Wann rechnen Sie wieder mit Verbindung mit der Außenwelt, dass Sie wieder die Außenwelt erreichen können? Ja, also in der Ferne, da hören wir schon die Räumungspanzer bis zum Arzt. Das ist der nächste Ort, 2 Kilometer entfernt. Also in 4-5 Tagen schätze ich, dass wir auch dann hier soweit sein werden. So wie gestern und heute könnte ich sitzen und heulen. Kreis Rendsburg, Eckernförde gegen 11 Uhr. Eigentlich sollen an diesem Dienstag die Geschäfte das erste Mal nach den Feiertagen wieder geöffnet haben. Aber nach wie vor kommt kein Korn zur Mühle, das Mehl nicht zum Bäcker. Die Milch muss ans Vieh verfüttert werden. Im Westen wird nun zusammengerückt, wie schon lange nicht mehr. Und wo sind Sie jetzt hergekommen? Aus Süderbrarup. Wie weit ist das? 4 Kilometer. Was haben Sie da gemacht? Haben Einkäufe gemacht, und zwar haben wir von Nachbarn Bestellungen entgegengenommen. So 10 Brote und Speck und ein bisschen Mehl und Zucker, so die Grundnahrungsmittel, wissen Sie? Die haben Ihnen hier gefehlt? Ja, haben vielen gefehlt. In der DDR organisieren LPG, Bäcker und Molkereien in Eigenregie eine regionale Lebensmittelverteilung. Aber was fehlt, ist mehr und mehr Strom und Wärme. Tagebau Senftenberg. Auch der 2. Januar beginnt in der Braunkohle mit Planrückständen. Wieder kommt nur 2/3 der geforderten Leistung aus der Grube. Heute ist offizieller Planstart in der DDR. Industrie und Landwirtschaft brauchen Strom in ganz anderen Dimensionen als über die Feiertage. Allein im Lausitzer Kohlerevier sind inzwischen 12.000 NVA-Soldaten angerückt. Kampfauftrag in Eis und Schnee. Titelt damals die Armeefilmschau die Schlacht um jedes Kilo Kohle, Stunde um Stunde. Ein Knochenjob bei minus 17 Grad. Die Soldaten hatten mit diesen Katastropheneinsätzen, denke ich mal, weit weniger Probleme als mit beispielsweise dem Gefechtsdienst und dort irgendwo in gefrorene Erde ein Schützenloch stehend zu buddeln. Weil irgendwie, trotzdem das Katastrophe war, war das eine richtige Aufgabe für den Soldaten. Es gab viel bessere Verpflegung. Das wurde schon lieber genommen, ja, als beispielsweise irgendwo große Übungen zu machen und sich da dreimal am Tag irgendwo einzugraben. Über 90% der DDR-Betriebe melden im Laufe des Tages Havarien, Störungen, Ausfälle. Und überall der gleiche Tenor. Produktionsbeginn verschoben, Reparaturdauer unbestimmt. Dem energetischen Super-GAU vom Jahreswechsel folgt eine wirtschaftliche Katastrophe auf dem Fuße.
Am 2. Januar gibt es durch die anhaltende Stromsperre massive Tierverluste. 40.000 tote Ferkel und Kälber, 90.000 Stück verendetes Junggeflügel werden gemeldet. Ein Vielfaches der sonstigen Jahresbilanz der DDR bei Tierverlusten. Halbinsel Dars an der Ostsee. Bauer Ulrich Lau ist vergleichsweise gut davongekommen. Mit seinen Bauern hat er am Morgen 800 Schafe lebend aus dem Schnee befreit. Aber am Abend sind auch im volkseigenen Gut viele Tiere tot. Und dann ging das große Gerücht rum. Hier sind Wölfe. Ist ja kein Wunder, bei so einem Sturm, da müssen ja Wölfe da sein. Da waren Schafe angefressen, halb aufgefressene Schafe. Und bei vielen waren die Schnauze kaputt. Und dann mussten wir Wache schieben mit der Flinte und gucken, wo die Wölfe kommen. Du müsstest ja die Bevölkerung beruhigen. Aber dann haben wir eben gesehen, dass die Wildschweine kamen und auch in den Trögen gefressen haben. Und wenn der Schafkopf dem Wildschwein zu nahe kam, dann hat er kurz zur Seite gebissen und ist aufgefressen. Erstmal läuft es einem kalt über den Rücken. Und naja, man muss schon ganz schön hart sein, um das mitzuerleben. Denn man hat ja die Tiere doch als Lamm miterlebt und großgezogen und dann so ein Ende. Während in der Nacht in den Bezirksstädten Leipzig, Erfurt, Gera und Suhl das Licht wieder angeht, bleibt es auf Rügen noch dunkel. Frauenarzt Wolfgang Butler hat in Trent seine Mission erfüllt. Er ergreift nun die erste Chance, die sich bietet, um nach Hause zu kommen. Es ist kurz vor Mitternacht. Da kam ein paar Panzer, einer fährt nach Hause mit den ganzen Soldaten, die hier noch sind. Ja, und da kamen wir bis da vorne an die Kreuzung, wo es nach Vierecke geht. Da ging der Schlauch in den Arsch. Da lief das Kühlwasser da unten im Panzer rum. Butler hat von seiner Pechsträhne genug. Gegen jeden Rat macht er sich zu Fuß auf den Weg. Es sind minus 15 Grad, stark böiger Wind, schlechte Sicht, verschneite Schilder, kaum geräumte Straßen. Bis Bergen sind es knapp 12 Kilometer. Der 3. Januar beginnt, womit der 2. aufgehört hat. Schneefall und Frost. Es weht eine steife Brise aus Nordwest. Die Temperaturen haben sich bei minus 10 Grad eingepegelt. In den nächsten Tagen und Wochen kommt immer wieder und immer mehr Schnee dazu. Am 3. Januar meldet Putbus auf Rügen 15 cm Neuschnee. So, als würde es nun ewig Winter bleiben. Mit dem ersten Tageslicht erreicht Wolfgang Butler am Mittwochmorgen um 4:30 Bergen. Es ist sein 40. Geburtstag. Es war ein Scheißweg. Das läuft sich doch bescheuert in diesem Schnee und der Koffer. 5 Stunden bis Bergen Süd. 5 Stunden. Und dann ins Bett gekrochen. Da kann man auch nicht gleich schlafen, da geht der Kreislauf im Kopf los. Da rammelt alles. Was, das war das richtig? War das richtig? Tag 6 der Katastrophe. Eine Odyssee hat auch die Familie von Werner Kähne hinter sich. Aber endlich gibt es auch für sie eine gute Nachricht.
Der deutsch-dänische Grenzübergang Ellon soll voraussichtlich am Abend freigegeben werden. Die ersten Lkw fahren hinter Räumfahrzeugen und Polizeiwagen zur Grenze. Bis zum Abend will Kähne nicht mehr warten. Das muss irgendwie mal langsam Ende finden. Nicht? Also dass das erstmal finanziell und auch so drehe ich langsam durch. Aber im Norden der Bundesrepublik herrscht nach wie vor Fahrverbot für den privaten Pkw-Verkehr. Kähne verhandelt mit dem Krisenstab. Und schließlich darf er die Grenze passieren und in die Bundesrepublik einreisen. Ja, sie können fahren, sie dürfen fahren, aber auf eigene Verantwortung. Und wenn sie irgendwelchen Schaden anrichten, trifft sie die volle Härte des Gesetzes. Oder wenn sie irgendwelche Rettungsfahrzeuge behindern und so weiter. Also auf eigene Gefahr. So, und dann sind wir losgefahren. Aber noch immer ist es nicht die letzte Hürde auf seinem Heimweg. Dieser 3. Januar und die kommenden Tage werden im Osten und im Westen davon geprägt sein, zum Alltag zurückzufinden. Gegen Mittag wird auch zu den letzten Dörfern in Schleswig-Holstein der Durchbruch geschafft. Insgesamt 25.000 Soldaten der Bundeswehr sind in der Schneekatastrophe eingesetzt. In der DDR mehr als doppelt so viele. Es war eine Katastrophe in einem Ausmaß, was die NVA in dieser Art nie erlebt hatte. Unmittelbar nach diesen ersten Tagen, als in der DDR das Licht ausging, hat im Grunde genommen die gesamte NVA gearbeitet. Durch die Unterstützung der NVA-Soldaten enden am 3. Januar in der DDR die großflächigen Stromabschaltungen. Einen Tag später werden auch alle Orte wieder an Stadtgas angeschlossen. Allerdings dauert es noch 9 weitere Tage, auch die drastischen Energieeinschränkungen für die Industrie und Landwirtschaft aufzuheben. Für den Schwermaschinenbau standen heute nur 40% der sonstigen Energiemenge zur Verfügung. In unserem Betrieb kommt es wie in allen Werken jetzt darauf an, die zur Verfügung stehende Energie effektiv auszunutzen. So bereiten wir Reparaturen vor oder führen verstärkt Reparaturen durch, damit wir bei Besserung der Lage die Produktion wieder voll anlaufen lassen können. Mit teuren Ad-hoc-Maßnahmen versucht die DDR, die Energiesituation im Land zu stabilisieren. Am 3. Januar erfolgt die Auflösung der Staatsreserve von Steinkohle. Danach wird für 200 Millionen Valuta-Mark Steinkohlenkoks aus der Bundesrepublik dazugekauft. Aber auch Schuldige müssen nun gefunden werden. Es gab natürlich dann viele Auswertungen, viele Analysen, Berichte, Vorlagen. Und hinterher werden sie immer Fehler finden. Danach, am Stoff und Mittag, die Gespräche geführt mit Siebold und einigen anderen. Und da ist ihm sicher mitgeteilt worden, dass er nicht mehr Minister ist. Und Stoff hat nicht ein Wort des Dankes an ihn gehabt. Das hat ein dickes Tief früher. Ein halbes Jahr später, im Juni 79, erlebt Wolfgang Mitzinger sein blaues Wunder. Kurzfristig wird der stellvertretende Energieminister von einer wichtigen Mission aus Moskau zurückbeordert. Ich kam am Flugplatz an, wurde ich empfangen. Und das ganze Gespräch war: Wolfgang, du bist seit gestern Minister. Dass ich darüber nicht Hurra geschrien habe, weil ich damit wusste, was auf mich zukommt, das können Sie sich vorstellen. Wolfgang Mitzinger bleibt bis zum Ende der DDR Energieminister. Die Staatssicherheit konstatiert in den Folgetagen der Schneekatastrophe einen massiven Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Regierung. Zitat: Es ist schockierend, dass in einem sozialistischen Staat mit straffer Planwirtschaft nach 30-jährigem Bestehen bereits in wenigen Tagen ein fast totaler Zusammenbruch der Wirtschaft möglich ist. Es lässt Rückschlüsse auf die tatsächliche Störanfälligkeit der Volkswirtschaft zu. Der Gesamtschaden erreicht vor allem durch die Folgen des Stromausfalls insgesamt 8 Milliarden Mark. Es ist ein Vielfaches des Westens. Dort sind die Schäden vor allem bei den Bauern und in Privathaushalten entstanden. Noch nie zuvor sind größere Gebiete über 4 Tage ohne Strom und Versorgung gewesen.
Die bundesdeutschen Medien sprechen von einem Kollaps ihrer modernen Zivilisation. Achtzehn Menschen kostet dieser Winter im Westen das Leben. Für die DDR ist keine offizielle Statistik bekannt. In meinen Recherchen habe ich drei Zahlen ermittelt. Das ist erstens, es sollen über 700 Verkehrsunfälle passiert sein. Bei diesen 700 Verkehrsunfällen wurden 440 Menschen verletzt. Und es hat bei diesen Verkehrsunfällen 18 Tote gegeben. 18, das ist die Zahl, die ich kenne. Hier sind jetzt sicherlich nicht dabei die Leute, die dann später auf der Insel Rügen alle gefunden wurden, die erstens in ihren Fahrzeugen erfroren sind und zweitens mal, so schlimm das ist, ja, von Kettenfahrzeugen überrollt worden sind. Am 3. Januar 1979 wird Werner Kähne mit seiner Familie tatsächlich in Husum ankommen. Doch am Ortseingang seines Heimatstädtchens wird er noch ein letztes Mal ausgebremst. Es ist kurz nach 15 Uhr. Da stand plötzlich die Polizei, wieso ich mit meinem Auto unterwegs bin. Und da haben sie mich festgenommen praktisch. Das ist der siebte Tag dann schon gewesen, den ich unterwegs bin von da. Ne? Und da haben sie dann ja wohl eine Art Mitleid mit mir gehabt. Ne? Naja, aber die haben mich auch nicht darauf vorbereitet, was mich nur so erwartet. Ne? Husum an der Nordsee. Eine der am schlimmsten betroffenen Gemeinden im Westen. Noch am 3. Januar erfolgt die Versorgung aus der Luft und es gibt ein komplettes Fahrverbot. Und dann bin ich in unsere Straße eingebogen und auch bis zur Hälfte bin ich gekommen und dann saß der Wagen auf. Ja, dann haben wir die ganzen Sachen, die wir mit hatten, die auf die Schlitten von den Kindern verladen und die haben das dann zu unserer Wohnung hingebracht. Dann bin ich ja zurückgelaufen und so auch unser Auto, was da nun passiert, das stand da mitten praktisch im Fahrbereich. Ne? Und dann habe ich gerade noch gesehen, wie ein Bergepanzer weggefahren ist. Der hat unser Auto wohl, habe ich gehört, auf die Schaufel genommen, jeweils ein Teil, und hat uns dann zur Seite geschoben, in den Garten rein, der da war. Aber wir waren zu Hause. Am 3. Januar gegen 18 Uhr endet auch die Schneeblockade der Insel Rügen. Nach 6 Tagen wird der Rügendamm endlich befreit. Bereits am Folgetag beginnt der Abtransport der 3000 gestrandeten Urlauber. Wilfried Rothkirch wird seine Rentnergruppe aus Berlin am nächsten Morgen persönlich zum Zug bringen. Das Binzer Kurhotel bleibt bis zum März geschlossen. Bauer Ulrich Lau rettet in jenem Winter noch vielen Wildvögeln das Leben. Bis heute kümmert er sich um Gänse, Enten und Schwäne auf dem Darß. Axel Rainer Porsch kann am 5. Januar die letzten thüringischen Dörfer wieder mit Strom versorgen. Sämtliche Unterlagen des Energieblackouts werden von der Staatssicherheit beschlagnahmt. Nach der Katastrophe beginnt in der DDR eine wahre Auszeichnungsflut. Für den Erfolg beim Winterkampf zum 30. DDR-Jubiläum. Also, recht herzlichen Dank für eure ausgezeichnete Arbeit und weiter so. Wir dienen der Deutschen Demokratischen Republik. Frauenarzt Wolfgang Butler beginnt am übernächsten Tag wieder seinen ganz normalen Schichtdienst im Krankenhaus Bergen. Ich sag, krieg ich wenigstens ein paar Tage frei? Herr Butler, wer soll denn das hier machen? Ich habe eine Urkunde gekriegt, ich weiß gar nicht, wo die ist. Weggehauen. Die DDR hat noch über Jahre mit den Folgen dieser 6 Tage Eiszeit zu kämpfen. Manche meinen, es sei der Anfang vom Ende gewesen. Für andere ist dieser extreme Wintereinbruch die Probe auf das Zusammenrücken der Menschen untereinander. Aber auch ein einmaliges Erlebnis, ein unheimliches Abenteuer. Ein Winter, der Geschichte schreibt.